Und? Gut. Gut. Guter Traubeninsel. Neu vom Besuch, oder? Mhm. Moin, moin, Kines! Moinsen, Sascha! Was macht denn ihr da? Was zum Herr, was raucht ihr da? Der Traube von Besuch. Ah, Traube Winter von Besuch. Ja. Virginia, oder? Läuft richtig geschmeidig. Du merkst doch gar nichts. Ich glaube, wir wollen einen Absturz machen. Hä? Absturz? Ich hab da was vorbereitet, Kinder. Ich hab mal was vorbereitet. Was ist jetzt schon wieder für? Keine Ahnung. Wir sagen jetzt, die kasachische Granate und zerstören uns, Leute, kasachische Granate. Ja, servus, liebe Freunde, willkommen zu einem neuen Video von einem Smogwasser-Team. Wunderschöne Grüße aus Oberfranken. Und ihr habt es vielleicht gelesen, ich weiß noch nicht genau, wie wir den Titel genannt haben, aber auf jeden Fall werden wir uns heute komplett in den Arsch. Also wirklich für Leute, die schwanger sind, die schlecht bei Bewusstsein sind, keine Ahnung, die psychische Probleme haben, schaut euch das wieder nicht, weil wir werden uns heute komplett ins Ausschießen. Was Nikotin angeht, wir werden heute den Nikotinflash des Todes wahrscheinlich bekommen, weil wir rauchen den neuen Strong Adalia Black. Und zwar der London Fog, das soll Rose mit Grapefruit sein. Das ist eher so die Nebeninformation. Das ist die Nebeninformation, weil wir werden das Ganze, wie ihr es vielleicht schon gesehen habt oder gleich sehen werdet, in der kasachischen Granate bauen mit 8 Kohlen. Und das ist einfach aktuell laut Adalia der stärkste in Deutschland erhältliche Burley, den es gibt, soll stärker sein als der Darkside Core. Core und auch der Rare, unserer Meinung nach. Ich finde es stärker, ja. Wir finden es stärker und wir rauchen das Ganze jetzt mal mit 8 Kohlen. Und ja, mal schauen, was passiert. Please, don't try this at home. Ja, Freunde, wie gesagt, kommen wir zum Kopfbau von der kasachischen Granate. An dieser Stelle schöne Grüße an Alex von der Baba Lounge. Du hast uns das damals gezeigt und beigebracht. Wir haben einmal hier den Adalia London Fog in der Strong Variante. Soll aktuell der stärkste Tabak sein, den es auf dem Markt gibt. Werden wir gleich rausfinden, weil uns wird es, glaube ich, zerlegen. Wir haben einmal hier den UPG, da kommt der Tabak rein, dann kommt oben drüber der Kalut Lotus 1 Plus. Könnt ihr mit EDX beliebigen Smokebox machen, wenn ihr sie noch bekommt von Amy, weil mittlerweile dürfen sie nicht mehr produziert werden. Darüber kommt einmal Alufolie, in die Alufolie kommen dann die Löcher, darüber kommt das Hasengitter und dann ballern wir da 8 Kohlen drauf und dann wird es uns zerlegen. So Leute, so der Spaß ist jetzt fertig gebaut. Hier Smokebox, Löcher in die Alufolie, jetzt kommt hier schönes Hasengitter drüber, 8 Kohlen und dann gib ihn. 1, 2, 3, 4, 5, ich weiß nicht. Alter, bitte Schnauze, Juli. Also ihr seht, wir befeuern gerade die Konstruktion mit. Sascha, wie viele Kohlen hast du jetzt genau? Ich weiß nicht, 8,5, 8,3 Viertel, hier sind ein paar kleine, kann man alles mit draufhauen. Ja, also der Tabak braucht Hitze, haben wir gehört. Sagen wir mal 9,3 Viertel Kohlen sind jetzt ungefähr drauf. Und ja, wieso machen wir das jetzt überhaupt, beziehungsweise woher haben wir das Ganze? Genau, ich habe es gerade beim Kopfbau-Video schon gesagt, das haben wir vom lieben Alex aus der Baba Lounge, der uns damals erstmal Darkside in der kasachischen Granate gebaut hat und dann Frigate oder Frigatte mit Darkside, das ist so Super ein Super Doka, genau. Ja, und das hat dann einfach ins Jenseits geschossen. Wir haben geschwitzt und alles Mögliche. Man muss dazu sagen, dass Sascha und ich haben das beide geraucht. Und Alex hat uns, glaube ich, gefragt, wie stark wollen wir es haben. Wir haben gesagt 10 von 10. Wir haben gesagt 10 von 10. Und also ich habe jetzt nicht so stark gezogen, aber der Sascha, der hat echt gezogen. Der war neben mir gehockt. Ich habe gedacht, da sitzt der weißes Blatt Papier neben mir. So weiß war der. Der hat geschwitzt. Ich habe den Sascha noch nie so gesehen. Der war dann eine halbe Stunde auf dem Klo. Da haben wir dann auch über Schiffe versenken gespielt. Also beide nebeneinander ein bisschen einen abgeseilt. Und ja, genau, also wir wollen es heute einfach mal zeigen. Also unserer Meinung nach ist das jetzt hier das Setup, das mehr geht nicht. Also mehr kann er rausholen, wenn er mal irgendwie eine Party hat. Na gut, eine Party eigentlich nicht, weil dann seid ihr alle im Arsch. Aber mehr also, mal, Freunde, so richtig. Zum Beispiel, genau. Wenn ihr von Tag zu den Supernova habt, euer Hals wird einfrieren. Ja, er wird einfrieren. Aber sie kommen noch ein wenig ran, du sitzt hinterm Kopf, glaube ich. Ja, Wolleck. Ja. Genau, wir haben jetzt die Kohlen drauf und jetzt werden wir versuchen, das Ding anzurauchen, je nachdem, wie lange es dauert. Vielleicht machen wir einen oder anderen Cut. Ich denke, der wird gleich da sein. Dann, wenn wir halb tot sind, das kriegt sie natürlich mit. Zieh erst mal, ich denke nämlich, der ist trotzdem gleich da. Das dauert ein bisschen. Ja, doch, das dauert ein bisschen. Den ersten Zug lassen wir nochmal laufen hier. Ja, das dauert nur ein bisschen, weil der komplette Abstand von der Smokebox dazwischen, das dauert, bis er ein bisschen Hitze hat. Aber wenn er Hitze hat, dann läuft er. Wir machen Zeitraffer und dann.
Ja, Freunde, also das ganze Ding hat jetzt schon Power. Ich habe jetzt schon leicht einen Nikotinflash, geht sofort in den Kopf. Vielleicht habt ihr es kurz so im Zeitraffer gesehen. Ich habe es im Zeitraffer gesehen. Also, er hat jetzt auf jeden Fall Hitze bekommen. Wir sind hier nicht alleine, sondern wir haben noch hier die zwei Administratoren von Oberfrankenhuber da. Und bevor wir unsere Challenge machen, 5 bis 10 miteinander ziehen, ohne großartig Luft zu holen und dann mal gucken, wie es uns geht, lassen wir das mit den anderen testen, wie stark der Spaß wirklich ist. Ein herzlicher Applaus für Oberfrankenhuker. An der Stelle Product Placement, Gambardbräu, ihr wisst Bescheid. Und Dennis, was sagst du? Gut? Schmeckt noch. Schmeckt noch. Wollen wir ein bisschen probieren? Ihr müsst schon mal richtig ziehen hier, Vollgas. Nicht nur eine halbe Sekunde, Vollgas. Die Christine zieht immer so, da schmeckt der Tabak, egal wie sie raucht, egal wie sie baut, 15 Minuten, einfach nur nach Kohle, weil er durch ist, weil sie so lasch zieht. Ist er stark? Das war die Antwort. Ich würde sagen, jetzt sind wir dran mit der Challenge. 5 bis 10 Mal ziehen, ohne Luft zu holen. So, ja, also wir ziehen jetzt 15 Mal ohne Luft zu holen. Das will ich sehen, Sascha. Also wenn du das schaffst, kriegst du mir 3 Millionen nicht Euro. Nicht ohne Luft zu holen, sondern halt, ihr wisst, ohne größere Pausen. Ich habe jetzt auch nochmal komplett rausgepustet, dass wir frischen Rauch aus dem Kopf ziehen. Ich versuche jetzt wirklich 5 Mal ineinander stark zu ziehen. Ohne Pause, dann geht es weiter. Dann kannst du mal deine Feelings beschreiben. Und je nachdem, wie es uns danach geht, probieren wir es mit 10 Mal oder dann 15 Mal, wie auch immer. Ich fange jetzt auf jeden Fall mal an. Das brennt in der Lunge. Aber du hast die Eisenlunge. Du hast die Eisenlunge. Du hast die stärkste Lunge von uns. Ja. Felix und ich, glaube ich, geben sich nicht viel. Das war 2. Das sind 3. Ach, 3. 4. Ja, der Kopf hat Heat, Junge, der hat nur. Jetzt wird's mal schwindelig, Alter. Boah! Jetzt wird's mal schwindelig, Junge. Geh sofort in den Kopf, Alter. Oh. Zittert? Übel, Alter. Boah! Nikotinflash, Alter. Boah! Oh, 10 Mal geht nicht. Boah, mir geht jetzt schon schwindelig. Ach du Scheiße. Ja, du hast doch jetzt schon 5 Mal. Oh, schießt du vor den Kopf, Alter. Die werden jetzt alle in die Kommentare reinschreiben, was seid denn hier für ein Muschis. Alter, ich schwebe. Oh. Die ersten 3 sind angenehm, danach wird's übel, Alter. Es geht so vor den Kopf. Boah, ich schwitze, fang schwitzen, Alter. Boah, ich schwitze. Also 10 Mal geht kein Fall, Alter. Das ist ja nicht mal so, dass es verbrannt schmeckt oder so, ne? Einfach nur stark. Schmeckt nicht verbrannt, Alter, aber... Mir wird richtig warm, ich fange schon wieder das Schwitzen an, Alter. Aber ihr müsst euch so vorstellen, wie wenn ihr Alkohol trinkt und ihr an die frische Luft geht. Und so viel gesoffen habt, dass wenn ihr an die frische Luft geht, euch die Lichter ausknipst. So fühlt sich das im Kopf an. Komm, jetzt zieh 10 Mal. Ich kann nicht 10 Mal, das brennt. Das fühlt sich an wie... Boah, Nikotinflash, geil. Oh, wir können aber machen, wer am längsten zieht. Bin ich eh raus. Ich schwitze, Alter. Ach, komm, lass mich nochmal ziehen hier. Oh, es brennt! Ich will Feuer! Feuer! Oh, Nikotinflash des Todes, Alter. Boah, Gott, das ist... Oh! Mein Hals brennt. Jetzt kommt er richtig geschnallt. Oh! Aber er schmeckt Vollgas nach Rose und Grapefruit. Alter, mein Hals brennt. Mein Hals brennt mich so. Boah. Geht nicht? Oh, das wird übel. Zieh mal. Oh. Nee, es geht nicht, Alter. Oh. Also Leute, ich würde sagen... And I'm fly to the sky. Alter. Ich schwitz. Ich riech mal, dass du schwitzt. So ein Jude. Ja Leute, ich würde sagen, wir brechen an dieser Stelle ab. Wir sind am alles. Also ich schweb voll, Alter. Kann mich konzentrieren. Also an der Stelle sei gesagt, Freunde, probiert es auf jeden Fall. Nicht aus. Nicht aus. Ohne Scheiß, das ist also echt nicht aus. Das ist übel. Das ist echt krank. Wir machen da jetzt nichts vor. Ihr könnt's probieren, aber wir würden es nicht empfehlen. Fragen aus geht auf eure Nacken. Hey Freunde, wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen unterhalten und konnten euch eigentlich das
krasseste Setup, was es gibt. Voll mit einem sehr, sehr nikotinreichen Tabak ein bisschen näher bringen. Das ist hier im Hals! Und euch ein bisschen unterhalten, also. Nein, das siehst du auch nochmal. Das geht echt nicht mehr. Also. Oh. Ich schwitz übel, mir ist so richtig schwummrig, wie wenn ich gerade, keine Ahnung. Nicht, weil wenn ich einen Vollrausch hätte, aber wenn ich wirklich gut an einer Laterne habe. Oh, mein Hals! Meine Lunge! Hilfe! Das geht echt nicht. Oh. Ja, wir brechen es an dieser Stelle ab. Wir haben alle jetzt einen schönen Nikotinflash, werden den jetzt ein bisschen auskurieren und aber dann das ist geil. Hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Video. Ihr wisst, Shisha rauchen ist nicht gesund, vor allem dieses Setup und dieser Tabak in diesem Setup ist nicht gesund. Gibt den Nikotinflash hoch 10, wir schwitzen alle, uns ist ein bisschen komisch im Kopf und die Lungen zerreißt es gleich und dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Smokebus-System, Shisha's Hobby, Shisha's Leidenschaft, in dem Sinne macht's gut, haut rein und servus. Alter! Oh Gott. Ekelhaft, Alter.